glaube, es ist für die Zukunft der Stadt weniger problematisch, wenn wir über Straßen streiten, als wir über ein zukünftiges Bildungssystem in dem Land streiten. Und da ist von der Prioritätenreihung, von der Hierarchie der Fragestellungen natürlich mit den Grünen eine wesentlich zukunftsträchtigere inhaltliche Positionierung, nicht nur in der Bildung, sondern auch in vielen anderen Fragen zu machen gewesen. Zum Zweiten hat sich auch herausgestellt, dass die Wiener Grünen auch verlässlicher sich dargestellt haben, als dass die Wiener ÖVP in ihrem derzeitigen Zustand. Und die ersten paar Monate dieser neuen Legislaturperiode in Wien beweisen das ja nahezu täglich, dass diese Einschätzung im Vorfeld der Entscheidung Rot-Grün auch eine richtige war. Und so gesehen kann ich nur sagen, diese ersten paar Monate, nachdem es gut vorbereitet war, ein gutes Programm ausgearbeitet wurde, funktionieren sehr gut. Denn ich habe das einmal schon erzählt, daraufhin waren schon verschiedene ÖVPler wieder schwer böse auf mich, aber ich habe es das erste Mal erlebt, in all den vielen Koalitionsverhandlungen, die ich auch auf der Bundesebene mit der Bundespartei auch tragen musste, das erste Mal, dass es zwar erhebliche inhaltliche Diskussionen gegeben hat, aber keine Trickserei. Du hast nicht permanent aufpassen müssen, dass du gelegt wirst. Und das war ein tatsächliches Novum für mich, das gebe ich zu. Und tatsächlich kam es 90 zur Gründung des ersten rot-grünen Bündnisses, was aber sehr, sehr viel zu tun hat. Und ich glaube, das ist ein durchaus ähnlicher Fall hier zu Wien mit der völligen Regierungsunfähigkeit auch der CSU, die ja als schwarze Schaf gilt, der bayerischen CSU. Die Münchner CSU gilt über weite Teile oder galt über Jahrzehnte als nicht regierungsfähig. Und der damalige Oberbürgermeister Kronawitter, hat sich so oft über die CSU geärgert, mit der er teilweise Bündnisse eingehen musste während seiner letzten Amtszeit, dass er reif war, auch selber reif war für eine grüne Koalition, obwohl er sich lebensweltlich sicher mit dem damals noch als recht chaotisch verschrienen Grünen wenig zurechtgefunden hat, aber programmatisch war er auch der Meinung, die CSU ist kein solider und verlässlicher Partner, ähnlich wie es gerade dargestellt worden ist. Man tut sich leichter, die Grünen hier auch in ein Bündnis zu überführen, ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, die Verlässlichkeit unter Beweis zu stellen. Und das hat dann auch funktioniert. Ja, zunächst einmal bleibe ich beim Stichwort Verlässlichkeit. Ich bin jetzt seit 92 in der Stadtregierung, zunächst als Vizebürgermeister und seit 99 als Bürgermeister. Und ich habe in dieser Zeit auf der ÖVP-Seite dreimal den Wechsel des Frontmanns erlebt und fünfmal den Wechsel des Clubvorsitzenden. Und ich brauche euch nicht erzählen, das sind die maßgeblichen Leute. Und auf der grünen Seite oder Bürgerliste, wie es bei uns heißt, und Salzburg ist ja mit eine Geburtsstätte der Grünen in Österreich und es ist eine bürgerliche Stadt durch und durch, deswegen heißen die dort auch so, auf der grünen Seite hat es keinen Wechsel gegeben. Das heißt, ich habe die gleichen Ansprechpartner, die ich schon 1992 hatte. Und das ist natürlich in der Politik schon eine ganz wesentliche Geschichte, ob ich weiß, wie jemand tickt. Ich sage jetzt nur ein Thema, Migration, wo wir in Salzburg die Situation haben, dass etwa 30% der Stadtbevölkerung nicht österreichischen Ursprungs ist. Ich brauche euch in Wien nicht zu erzählen, wie schwierig das zu handhaben ist. Und auch da kann ich mich auf ÖVP, von den anderen rede ich jetzt gar nicht, nicht verlassen, aber auf die Grünen schon. Und so gesehen hat sich da wirklich eine sehr konstruktive und auch inhaltlich zufriedenstellende Kooperation über viele Jahre entwickelt. Wie stellt sich die Situation in der Europahauptstadt Brüssel dar? Da hat es auch eine Zusammenarbeit gegeben, die drei Parteien damals auch stattgefunden hat, Rot, Schwarz, Grün, wenn man das so auf den einfachen Nenner bringen kann, und die sich dann aber auch in die Richtung entwickelt hat, dass die Grünen wieder ausgeschieden sind. Warum zuerst mit den Grünen, warum dann ohne die Grünen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Erst würde ich sagen, wäre es möglich gewesen, dass wir allein regieren könnten, hätte ich das lieber gehabt. Aber warum sind wir nicht zusammengeblieben? Einfach, weil die ihr Wort nicht erhalten haben. Und dann habe ich gesagt, ja, sie gehen raus, Dankeschön, tschüss. Und sind wir mit den Schwarzen geblieben, was man bei uns Orange nennt, aber mein, was gibt es in einer Farbe? Ne? Ich glaube, und das wäre wahrscheinlich auch der Fall in Wien, die Persönlichkeit
des Bürgermeisters ist natürlich sehr wichtig. Und in meinem Fall habe ich auch die Präsidentin von den Schwarzen in meiner Mehrheit. Und trotzdem bleibt, dass wir den Gang geben. Ne? Und das ist sehr wichtig, dass man dynamisch arbeitet. In einer Stadt muss man zusammenleben können. Wenn das nicht der Fall ist, dann lohnt es nichts, dann ist die Stadt keine Stadt. In München trägt man Koalitionskonflikte nicht in der Öffentlichkeit aus, sondern natürlich in den eigenen Fraktionsräumen. Und ganz selten erreicht irgendetwas mal die Münchner Presse. Es erreicht die Münchner Presse sogar so selten, dass sie gerne mal versuchen, Konflikte auch zu schüren oder welche zu finden, wo in der Tat überhaupt keine sind, damit eben auch die Zeitung wieder gefüllt wird und verkauft werden kann. Also insofern glaube ich schon, dass eine Zusammenarbeit, die mehr oder weniger harmonisch ist und die auch auf gegenseitigem Respekt und in der Verantwortung für die Stadt gründet, durchaus sich auf das Klima und auf die Wahrnehmung natürlich einer Stadt niederschlägt. Stichwort Verkehrspolitik, da sind wir manchmal natürlich nicht einer Meinung, logischerweise. Wobei ich sage, das, wo wir einer Meinung sind, überwiegt bei Weitem das, wo wir zweier Meinung sind. Im Bereich Verkehr hat es natürlich unterschiedliche Auffassungen gegeben. Wer 10 Jahre lang im Gemeinderat sitzt und jedes Mal, wenn die Begriffe Auto oder Garage gefallen sind, sofort wie ein im Pavlovschen Reflex zu bellen begonnen hat, der kann natürlich nicht innerhalb von einem Monat plötzlich zum ÖFDC oder ARBE-Vertreter werden. Das verstehe ich schon. In Belgien ist es so, dass der Bürgermeister Chef der Polizei ist. Ja, das ist geschichtlich so. Ich meine, wenn wir eine Demonstration haben, kann der Innenminister nichts sagen, der Bürgermeister sagt. Und das hilft natürlich viel. Dass das Leben nicht nur Party ist, sondern natürlich auch andere Lebenselemente beinhaltet. Und daher denke ich, dass Politik für junge Leute auch sowas wie einen ernsten Teil hat. Und damit meine ich zum Beispiel unser Bildungs-, unser Schulsystem, unser Ausbildungssystem, das tatsächlich nun Entscheidende für die Zukunft ist. Weil ob man die eine oder andere Party versäumt, wird einem vielleicht leid tun, aber für seinen weiteren Lebensweg ist es vielleicht nachrangig gegenüber dem, wenn man Lebenschancen im Bildungsbereich versäumt oder sie gar nicht kriegt. Und daher ist es gar keine Frage, Wien ist eine sehr junge, eine sehr lebendige Stadt, das wird ja auch honoriert. Das Leben ist nicht nur Party, ja, es soll auch Party sein, klar, gerade wir Wiener sind ja da absolut prädestiniert dafür, ordentlich arbeiten, ordentlich feiern, gar keine Frage, aber nur Party ist es auch nicht. Weil ich stelle die Frage wirklich an euch zurück, sind die Grünen per se eine linke Partei? Sind sie für uns erstmal nicht. Es gibt sehr wohl bei den Grünen Persönlichkeiten, die kommen aus linken Bewegungen. Manche kommen sogar aus der eigenen Partei, die sind dann übergetreten, weil sie andere Schwerpunkte setzen wollten. Also wir haben dezidiert linke Sozialpolitiker bei den Grünen. Wir haben aber sehr wohl eine Strömung, die vorher angesprochen worden ist, nicht nur bei den Jüngeren. Und die Strömung, würde ich sagen, grün angestrichene FDP. Das heißt, die Grünen als kompakte Formation kenne ich eher nicht. Deshalb würde ich nie sagen, die Grünen sind links. Ich würde sagen, einige Grüne sind links, aber andere sind es nicht. Und man hat selbst zu Teile eine Tendenz, eher eine Sorte Grünfaschismus. Und das ist ja furchtbar. Und das kommt, weil man seine Ideen konstruiert, ja. Entschuldigung, ich habe nur mein Deutsch beim Skifahren gelernt. Dafür ist es aber hervorragend. Gratuliere. Es ist auch... Der Begriff, natürlich ist in der die Verkehrsfrage, in der Koalitionsfrage die kontroverseste. Ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren an Ausbau des öffentlichen Verkehrs, an Forcierung des Radverkehrs gemacht haben, ist etwas, wenn man es ruhig und nüchtern betrachtet, eben wenn man auf einem Regierungssitz sitzt, durchaus kompatibel für die neuen Kollegen und Kolleginnen in der Regierung.
Eine andere Frage wird sein, die Nordostumfahrung. Aber da jetzt unter uns gesagt und auch in Anwesenheit der Medien, ich glaube, der viel größere Gegner der Nordostumfahrung momentan als die Grünen ist die Asfinag selbst und ihre Geldnot. Ändert nichts an der Tatsache, das ist ein, für uns eine Conditio sine qua non, da wird nicht abgegangen. Und wenn man sie nicht entscheiden kann, wird das Volk entscheiden und das war sie, wie es entscheiden werden dazu. Bei euch heißt sie Nordostumfahrung, bei uns gibt es andere Themen, also andere große Ausbaumaßnahmen für den Individualverkehr. Da hält man in München einfach ganz gelassen den Dissens fest und zwar so lange, bis zur Finanzierung kommt. Wenn wir Glück haben, sind wir für die Finanzierung nicht zuständig, es ist dann der Freistaat, dann hält man den Dissens halt weiterhin fest. Wir brauchen die Straßen trotzdem. Auch da ist es interessant, dass erfahrene Grüne für den Straßenbau sind. Stichwort Asfinag. Wir streiten seit 10 Jahren mit der Asfinag um einen Autobahnanschluss, den sie nicht bauen. Den wollen die Grünen genauso vehement wie wir. Die Grünen kämpfen schon sehr heftig für ihre Einzelprojekte, hinter denen einzelne Zielgruppen stehen, einzelne Stadträte oder einzelne bekanntere Mitglieder des Parteivorstandes. Also insofern, ich kann beide Erfahrungen bestätigen. Die Grünen haben eine klare sozialpolitische Orientierung, zumindest bei uns, aber sie wollen schon noch mal immer ein On-Top für ein spezifisches Migrationsprojekt, Frauenprojekt, Schwulen und Lesben, und ihr kennt diese Projekte alle, was wir immer zugestehen, aber wenn gespart werden muss, kommt es dann natürlich schon zu Konflikten. Nur ist es so, dass die heutigen Grünen im Gemeinderat sehr, wie würde ich sagen, sehr, sehr, sehr theoretisch sind, sehr fragend sind, aber nie Abkommen mit, wie bezahlt man das, wie finanziert man das und so weiter. Man muss es tun, aber wie? Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist die große Frage. Es gibt so eine Irrealität in Ihrer Aussprache. Aussprache? Ja, sag mal. Anspruche, ja. Also diese Vorherrschaft im Kopf und in den Herzen der Menschen, der wird sie entsprechend einbinden müssen. Der wird mit ihnen reden müssen. Der wird für seine Ideen werben müssen. Der wird in einen partizipativen Dialog, in einen Diskurs sozusagen auch mit der Bevölkerung eintreten müssen. Sonst wird er diese Hegemonie nicht erreichen. Anordnungsdemokratie gibt es nicht mehr. Das, was ich hoffe, weil ich ihn kenne, ist, dass Häupl weiter Bürgermeister bleiben könnte. Ich denke, es ist ein wichtiges Signal, auch wenn es sich rechnerisch auf Bundesebene so schnell wohl nicht ausgehen wird. Und ich wünsche euch einfach, dass diese doppelte Übung gelingen möge, dass das Projekt erfolgreich ist und auch das Projekt der absoluten Mehrheit bei der nächsten Wahl erfolgreich sei. Ich wünsche euch, dass ihr die nächsten Jahre viel Kraft, gute Nerven habt und Gelassenheit, dass das Projekt erfolgreich ist. Noch schöner wäre natürlich, wenn es die absolute Mehrheit zurückgewinnen würdet. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei dieser hochkarätigen internationalen Runde, die hier am Podium diskutiert hat. Herr Bürgermeister Thielemanns, Herr Bürgermeister Schaden, Frau Stadträtin Tausend, Herr Bürgermeister Häupl. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen auch für die Diskussionsbeiträge. Ich wünsche Ihnen noch eine spannende Clubklausur der Wiener SPÖ.